Ja, moin, liebe Freunde der Tiefsee und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Subnautica. Ja, nach einer langen Suchaktion sind wir gestern tatsächlich fündig geworden, haben die dritte Tür gefunden. Und ja, wir schnappen uns jetzt die ionischen Würfel, die sich hier befinden. Deswegen sind wir ja hergekommen. Und den Dateneintrag, den werden wir uns auch schnappen. Das Wrackteil, das ich gesucht habe, haben wir leider nicht gefunden, aber da gehen wir gleich nochmal hin. Dafür müssen wir nämlich höchstwahrscheinlich in die Crash-Zone nochmal. Auch wenn ich mich da sehr ungern aufhalte, muss ich ehrlich zugeben. Vor allem, weil da regelmäßig Leviathane rumschwimmen. Und nicht zu knapp noch dazu. Es ist... Ja, super, Lars. Ich fahre da einfach mal rein. Genau. Gute Idee. Ich bin ja auch ein bisschen dämlich, ne? Nee, ne? Ich dachte, jetzt kommt der... Ich dachte, jetzt kommt die Seemotte nicht mehr raus. Na, wird er lauter? Also der Leviathan kreist hier in der Nähe rum. Aber lauter wird er nicht. Also im Hardcore-Modus war es nämlich tatsächlich, dass er hier lauter geworden ist. Also das Zeichen, dass er uns eigentlich gesehen hat, beziehungsweise bemerkt hat. Aber hier haben wir jetzt anscheinend gerade Glück, dass er uns nicht bemerkt hat. Ich hoffe, dass es so bleibt. Jetzt kehren wir nämlich erstmal zu unserer Basis zurück. Aber im letzten Part war er ja uns schon bedrohlich nahe gekommen. Der Leviathan. Und im Gegensatz zum Ghost ist er leider nicht ganz so doof. Der Reaper. Dann sind wir hier fertig. War das in der Crash Zone? Ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her, Freunde. Es ist wirklich zu lange her. Ja, ich weiß, es gibt hier noch einige Bauteile. Kann ich ja ruhig mal mitnehmen. Tauchdock-Fragment nehmen wir ruhig mal mit. So. Wenn wir schon mal hier sind. So, das Titan brauchen wir zwar nicht mehr unbedingt, aber egal. Was wir wahrscheinlich noch brauchen werden, sollte ich tatsächlich noch in Erwägung ziehen, sogar nach der Expedition die Basis noch zu verglasen. Dann wäre das was anderes. Aber dann brauchen wir auf jeden Fall viel Quarz. Viel, viel Quarz. Also das ist richtig teuer. Soll ich mal speichern? Das war doch das Gebiet, wo wir im letzten Part waren, ne? Meine ich? Ich glaube ja. Aber wie gesagt, ich würde mir... Nee, geh weg. Geh kacken. Obwohl, nee, könnt ihr ja gar nicht. Oder könnt ihr das schon? Ich weiß es nicht. Freunde. Der Leviathan ist in der Nähe. Der Leviathan ist ganz in der Nähe. Ich bin weg. Oh, Scheiße. Ah. Wenn du diesen bedrohlichen Schatten über dir siehst, ne? Man merkt schon, ich bin jetzt nicht gerade auf dem Kampf aus gegen den. Auch wenn ich mich jetzt wiederhole, ich weiß. Ich bin alt, ich darf das. Ja, ja, der alte Mann.
Okay, aber es scheint sich zu entfernen. Oder wir scheinen uns zu entfernen von ihm. Ja, genau. Hier ist nämlich auch noch so ein Ventilationssystem. Also die Außerirdischen, die mal hier waren, die haben hier tatsächlich ein ausgeklügeltes System anscheinend angelegt. Also die haben nicht nur die Vollstreckungsplattform, sondern die haben hier wirklich, und die drei Räume, die wir gefunden haben, gebaut, die haben wirklich eine ganze Menge hier gebaut. Auch unter Wasser. Oder vor allen Dingen unter Wasser. Über Wasser haben sie ja, hoppla, die Vollstreckungsplattform. Also zweimal sind wir jetzt den Leviathan von der Schippe gesprungen. Zweimal, Freunde. Alter Schwede. Ja, die Tiefsee ist kein Kinderspielplatz. Und da ist schon wieder ein Reaper. Nicht ein Reaper, sondern ein Warper. Da. Ich wollte gerade sagen, wo ist meine Seemotte hin? Irgendwo hier war doch noch ein Wrackteil. Ich weiß noch nicht mehr wo. Ich bin gerade so doof, dass ich nicht mein eigenes Wrackteil nicht finde. Aber mein eigenes vor allen Dingen, dass ich das Wrackteil nicht mehr finde. Ich krieg das gerade wirklich nicht hin. Beim besten Willen. Nee. Schon wieder ein Warper. Hier ist mir ein wenig zu viel los, Freunde. Scheiße. Ein bisschen Quarz kann man mitnehmen. Das ist ein Riffrücken oben. Riffrücken ist keine Gefahr für uns. Zum Glück nicht. Wäre ja wohl noch schöner, wenn der Riffrücken auch noch als Gefahr... Hör mal, wird der Ton nur abgespielt, wenn du in der Motte bist? Interessant. Hört ihr das? Verdammt, ich habe den Fisch verloren. Da ist er. Bleib stehen! Enzymtragende Glubscher. Genau, das wollte ich nämlich gerne mal wissen. Oh, das ist schwer, so ein Warper. Geh weg. Verschwinde. Ich weiß jetzt gerade so überhaupt nicht, wo ich bin, Leute, ne? Doch, jetzt weiß ich's. Wir sind in der Nähe unserer Basis. Da haben wir damals die ersten Komponenten gefunden für das Atomkraftwerk. Übrigens im Hardcore-Modus habe ich es komplett. Nur mal so als Randinfo. Finde ich sowieso interessant. Im Hardcore-Modus, wie gesagt, also das scheint wirklich so zu sein, dass die Baupläne... Geh weg, Alter! Alter! Scheiße! Kleines Arschloch! Da bringt er mich einfach raus, da. Kleine Mistforke. Also meine Gegner wollen es echt wissen, ich merke das schon. Ja, jetzt sind die Füße hier weg. Warum auch immer. Mich stürzt nicht, wenn ich ehrlich bin. So, erstmal braucht unsere Motte wieder... Ja. Wie gesagt, ich glaube, ich muss mich wirklich mal um die Energieversorgung kümmern. Ich glaube, dass wir mit dem bisschen Energie, das wir jetzt momentan haben, wirklich nicht mal lange hinkommen.
Weil ihr seht das ja. Also das ist wirklich nicht toll, was wir gerade an Energie haben. Aber jetzt muss unser Typ erstmal was essen, damit er nicht hier gleich umfällt. Das muss ja nicht sein. Vor allen Dingen nicht mit den ionischen Würfeln in der Hand. Das tut ja wirklich nicht nötig. So. Denn bislang haben wir tatsächlich noch kein Vorkommen gefunden. Also es scheint, dass die ionischen Würfel die einzige Ressource ist, die auf Anhieb nicht auffindbar ist. Also bis auf die bestimmten Räume, die wir erzählt hatten und eben halt die Vollstreckungsplattform. Wir haben jetzt kein Vorkommen gefunden, wo man die aktiv abbauen kann, sag ich jetzt mal. So. Deswegen, also man kann momentan wirklich nur froh sein über jeden Würfel, den wir finden. Außerdem werde ich gleich mal wahrscheinlich nochmal mein kleinen bisschen Vorrat an Nickelerz nochmal ein bisschen beanspruchen. Weil ich meine, dass wir nicht mit einer orangenen Tafel auskommen. Ich glaube, dass wir mindestens zwei brauchen. So, das Energieproblem ist erstmal erledigt. Okay, aber trotzdem müssen wir uns mit der Energie auf jeden Fall was einfallen lassen. Ich würde gerne, bevor wir an Bord des Zyklopen gehen und auf Expeditionen gehen, denn ich denke mal, das werden wir heute anfangen, dass ich vorher gerne nochmal einen weiteren Bioreaktor bauen wollen würde. Ich weiß, er wird nicht lange halten. Vor allen Dingen werden wir den auch nicht lange brauchen, weil wir ja, wie gesagt, eh auf Expeditionen gehen. Aber trotzdem wäre das schon ganz gut. So, zweimal Nickelerz, dann haben wir noch zweimal Nickelerz übrig. Ich hoffe einfach mal, dass wir während unserer Tour noch jede Menge davon finden werden. Lithium. Warum ist der eigentlich leer? Magnetit. Uranit. Rubine. Ja, Titan werde ich nochmal ein bisschen brauchen. 6 Stück alleine schon für den Mehrzweckraum. Ach komm, dann nehmen wir das andere Titan auch noch mit. So. Was brauchten wir nochmal, um den Bioreaktor zu bauen? Ja, das ist echt ärgerlich, dass wir den noch nicht komplett haben. 3 Titanen brauchen wir dafür. Okay, ich hatte jetzt Titanbarren im Kopf, aber nee. Titanbarren brauchten wir dafür tatsächlich nicht. Okay. Gold habe ich einmal. Silber nehmen wir mal einmal raus. Dann können wir nämlich daraus den Kabelsatz machen. Schmierstoff hatte ich noch gesehen. Ich habe jetzt aber noch Blei dabei. Wo kriegen wir denn das Blei? Ja, ein Pirscherzahn. Wow. Es ist echt viel. Aber ich glaube, wir brauchen das emaillierte Glas jetzt auch nicht mehr. So, dann werden wir jetzt kurz nochmal das hier in die Hand nehmen. Den Schneider brauchen wir jetzt erstmal wirklich nicht mehr. Deswegen lege ich den jetzt einfach mal zur Seite. In dem Zustand, in dem er ist. Also ich werde jetzt tatsächlich nochmal einen Mehrzweckraum mehr bauen. Damit wir dann nochmal einen Bioreaktor bauen können. Plus eben halt die entsprechenden Komponenten, damit wir ein bisschen mehr Energie wieder reinkriegen. 5 Stück haben wir noch übrig, alles klar. Haben wir hier noch ein bisschen Titan drin? Genau, ein. Wow, das ist jetzt sehr viel. Hier noch Titan, hier haben wir noch Titan. Quarz nehmen wir auch gleich mit, genauso das Blei. Dass wir mal ein bisschen die Frachträume leer kriegen. Ich habe übrigens auch ein kleiner Hinweis für die das Spiel nicht kennen. Wenn ihr was baut und es nicht fertigstellt, also wenn ihr sogar Ressourcen rein investiert, stellt sicher, dass ihr die Sachen dann wirklich auch noch fertigstellt, bevor ihr aufhört. Wenn ihr das nämlich nicht macht, kann es passieren, dass die Sachen despawnen. Ist mir nämlich tatsächlich im Hardcore-Modus passiert. Da habe ich nämlich was angefangen.
Hatte dann aber zwischendurch aufgehört gehabt und wollte dann wieder reingehen und dann war es weg. Trotz der Ressourcen, die da schon rein investiert wurden. Also passt da auf. Ne, das, ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist oder ob das irgendwie ein Bug ist vom Spiel, dass das unbeabsichtigt passiert. Wie gesagt, passt da bloß auf. Ne, also das kann wirklich schnell gehen, dass bei ihr ärgert euch im Nachhinein, wenn die Ressourcen verschwinden. Das ist einfach nur ärgerlich dann. Vor allen Dingen, wenn das recht wertvolle Ressourcen sind. Also mir ist das jetzt nicht mit wertvollen Ressourcen passiert, mir ist das, glaube ich, mit Titan passiert. Aber trotzdem ärgert man sich irgendwo, wenn es passiert. So, Titan... Quatsch, Titanblei. Blei war das. So, Silber. Nein, Silber brauchen wir. Gold. Was brauchten wir denn noch? Schmierstoff brauchten wir, genau. So, wir haben Rubine dabei. Uranit haben wir jetzt nicht dabei. Aber Magnetit hatte ich einmal gesehen, das haben wir aber nicht dabei. Okay. Das sind die Rubine, aber voll. Da war das Titan drin, glaube ich. Also ich komme hier total durcheinander. Ich hatte auch mal versucht, im Hardcore-Modus Schilder zu positionieren, damit ich eine bessere Orientierung habe. Das hat sehr schlecht geklappt, beziehungsweise es hat eben nicht geklappt. Ist nicht wirklich empfehlenswert, das so zu machen. Gut, dann brauchen wir jetzt erstmal... Achso, ich muss jetzt nochmal eben raus, damit wir den Schmierstoffkram haben. So. Dann müssen wir eben einmal nochmal in die Werkstatt. So. Schmierstoff. Dann haben wir das schon mal. Perfekt. Kabelsatz. Genau. Und dann einmal... Ja, genau. Die orangene Tafel. Sehr schön. Dann haben wir das auch schon mal. Sehr gut. So, dann muss ich jetzt nochmal meinen Titanvorrat, sofern ich den überhaupt noch habe, nochmal in Beschlag nehmen. Kupfer. Gold. Silber. Diamanten. Also hier unten ist auf jeden Fall kein Titan. Dann wird Titan wahrscheinlich, wenn, dann oben sein. Das heißt, ich muss jetzt nochmal jeden Schrank durchsuchen. Nickel hatte ich keins mehr? Nein. Ey, wenn ich jetzt keinen Titan habe, ne? Das wäre jetzt echt der Hammer, ne? Wenn ich keinen Titan habe. Aber so wie es aussieht, habe ich wirklich keinen Titan. Das ist jetzt ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin. Ich habe echt keinen Titan. Das ist scheiße. Leute, das ist wirklich scheiße. Aber gut, ich werde jetzt deswegen nicht auf Sammeltour gehen. Dann mache ich einfach gleich was anderes. Da werde ich jetzt gleich ein bisschen improvisieren müssen. Aber das ist nicht schlimm. 6. So, erstmal bringen wir den Bioreaktor schon mal zum Laufen. Da wir schon mal 2 Töpfe haben. Zack. Und zack. Dann werden wir tatsächlich 2 Gänge, die wir haben und die wir abbauen können, umwandeln in Glasgänge. Ganz einfach. Weil da wir ja, wie wir ja wissen, wenn wir Sachen zurückbauen... Ach, warte mal. Wir brauchten pro Segment, glaube ich, 2. Also brauchen wir nicht 4, sondern 8 Quarz. Na, guck mal, hier habe ich das nämlich nicht gemacht, siehst du? Doch, habe ich schon gemacht. Warum? Muss ich nicht verstehen. Ist egal. Okay. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, dass wir hier auch mal auf die Suche zu gehen nach ein bisschen Titan. Dann fahren wir nur los wegen einem Wrackteil und dann kommen wir wieder zurück. Und das ist ja auch blödsinnig. Das muss ja auch nicht sein. So, also man sieht auf jeden Fall, die Energie steht schon mal ein bisschen besser da. So, dann laden wir das Zeug noch ab. Haben wir noch hier noch was drin? Ja, nehmen wir auch noch raus. Hier noch was? Ja.
Gut, dann ist der Transporter leer und wir können gleich an Bord des Zyklopen. Ja, liebe Freunde, das heißt, wir werden gleich die Expedition beginnen können. Beziehungsweise ich muss gleich erstmal gucken, wie es mit dem Vorrat aussieht, mit den Batterien und so weiter. So, jetzt muss ich mal eben gucken, welche Segmente lassen sich denn jetzt spontan, ohne dass ich jetzt gleich direkt irgendwie was ändern muss, abbauen. Die beiden hier. Jo, das passt ja. Dann bauen wir die Kurve hier ab. Und dieses Standardsegment. Und daraus machen wir dann Glassegmente. Also man sieht schon wesentlich transparenter. Auf jeden Fall. Und ich, wie ich finde, sehr schön tatsächlich, weil ich habe tatsächlich im Hardcore-Modus habe ich die gesamte Basis statt Shots habe ich alles verglast. Also wirklich alles. Ich glaube, ich werde euch die Basis mal zeigen, wenn das Let's Play zu Ende ist. Ich glaube, dann zeige ich die euch mal. So, und damit dürfen wir jetzt nämlich das Titan haben. Vielen Dank, das Titan haben, das wir brauchen, um die beiden Töpfe oben fertig zu machen. Was? Inventory full? Oh ja. Gut, dann muss ich mich da kurz mal drum kümmern. Dass das Inventory full ist, finde ich jetzt nicht so gut. Gut, das Titan sollte ich jetzt nicht unbedingt runternehmen, weil das brauchen wir noch. So, aber das Silber kann weg, das Gold kann weg, das war ja schon weg. Die Diamanten. Blei, habe ich noch Blei dabei? Nein. Blei habe ich nicht dabei. Ich gehe mal kurz weg, Scanner. Pirscherzahn, einzelner. Quarz haben wir nicht dabei. So, was haben wir denn hier? Magnetit haben wir tatsächlich einen dabei. Uranit haben wir eine ganze Menge dabei. Die waren voll. Da war das Titan drin. Das haben wir ja alles leer geräumt. Was haben wir hier noch? Nickelerz. Schwefelkristallina. Den werde ich, glaube ich... Obwohl, nee, den brauche ich gar nicht mitnehmen. Dafür, was ich vorhabe, reicht es, wenn wir den... Richtig, wir müssen gleich noch was anderes machen, fällt mir gerade ein. Wir müssen gleich noch was umdocken. Nämlich den Krebs. Der muss nämlich auch mit. Oder den wollen wir mitnehmen. Sagen wir es mal so. So, dann gehen wir mal nach ganz oben. Zack. Und zack. Rein mit dir. Und rein mit dir. Okay. Gut, dann haben wir die nächste Reaktorebene erfolgreich etabliert. Jetzt wird unser Kollege noch mal ein bisschen was futtern. Weil der fehlt uns gerade ziemlich vom Fleisch. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Okay. Ja, komm, hier auch noch mal. So. Okay, das haben wir damit auch. Gut, dann werde ich jetzt mal die Ausrüstung, also beziehungsweise das Konstruktwerkzeug, das werde ich jetzt mal aussortieren. Außerdem wirst du nochmal eine frische Batterie bekommen. Die nehme ich mal beide mit. Der Spind ist leer. Okay. Was ist jetzt mit... Ja, 99%. Da brauche ich jetzt nicht wirklich was wechseln. So, der kommt rein. Okay, das Konstruktionswerkzeug werden wir gleich ganz ablegen. Du bekommst nochmal eine neue Batterie, die landet auf der Ladestation. Und damit haben wir keine Reserve mehr. Auch super. So, das kommt da rein, das brauchen wir nicht. Okay. Alles klar. So, wie sieht es mit dir aus? Dir fehlt die Tiefenmodifikation. Warum fehlt die dir? Das geht so nicht. Genau, die Schubkanone haben wir. Die hier. Uns fehlt genau ein Nickelerz. Scheiße. Uns fehlt genau ein Nickelerz. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich am... Können wir gar nicht, ne?
Freunde, wir müssen mit der Seemotte noch mal runter. Ganz tief runter. Denn ich werde den Krebs nicht ohne tiefen Modulstufe 1 runtergehen lassen. Aber wir haben nur 2 Nickelerz und wir brauchen 3 dafür. Das reicht nicht. Freunde, das reicht nicht. Das heißt, wir müssen nochmal durch das Blutgebiet zu dem verlorenen Fluss. Was jetzt nicht so schwer ist. Vor allen Dingen, weil hier sich kein Leviathan rumtreibt. Jedenfalls nicht im Blutwald. Das ist also eher weniger das Problem. Das Problem ist danach. Danach ist das Problem. Aber ohne tiefen Modifikation lasse ich den nicht losfahren. Losgehen, wie auch immer. Oh, diese Geräusche. Balsam für die Nerven. Ach, nee. Hinab in die Tiefsee, meine Damen und Herren. Ja, gleich 2 von denen, natürlich. Ach, guck mal, hier sogar ein Wrackteil. Ist aber für uns nicht weiter wichtig. Uah, nee. Ah. Die ersten Ausläufe des verlorenen Flusses zeigen sich. Och, nö, jetzt kommt der auch noch. Oh, scheiße. Oh, nein. Geh kacken. Lass mich in Ruhe. Ich muss zugeben, das erinnert mich ein bisschen, also von der Atmosphäre her hat das hier gerade so ein bisschen was von dem Kanalisationsbereich von Vampire the Masquerade Bloodlines. Ich weiß, jetzt werden manche sagen, das ist ja total absurd. Zumindest die, die das Spiel kennen. Aber so fühlt sich das gerade für mich an. Weil die Kanalisation bei Vampire, die war nicht ohne damals. Boah. Saugeiles Spiel, aber leider sehr in die Jahre gekommen. Kann man leider heutzutage nicht mehr ohne Patch spielen. Ist heutzutage nahezu unspielbar ohne Patch. Leider, leider. Schiefer, naja. So, jetzt müssen wir Ausschau halten nach Nickelerz. Ich brauche auch nicht viel, aber wenn wir schon mal hier sind. Die Hauptsache ist, dass der Leviathan uns hier nicht weg. Ja, oder der. Dass die meinen, oh ja, ich beiß mich mal ein bisschen mal im Lars mal fest. Ne? Der hat so einen hübschen Hintern, da beißen wir mal von ab. Das, nee, das würde ich nicht so begrüßen. Nee, ich glaube, hier werden wir leider so leicht kein Nickelerz finden. Da müssen wir schon ein bisschen tiefer. Tiefer hinab in die Dunkelheit. Boah, wenn ich dieses Geräusch schon höre. Extrem unangenehm. Na? Sehen wir ihn von hier aus schon? Also es wäre jetzt echt eine Überraschung, wenn der nicht nachgespawnt ist. Das wäre jetzt wirklich eine extreme Überraschung. Sag ich euch, wie es ist. Oh! Okay, jetzt bin ich platt. Der ist tatsächlich nicht nachgespawnt. Das überrascht mich. Muss ich jetzt tatsächlich zugeben? Das überrascht mich gerade sehr, da war kristalliner Schwefel.
Kommen wir aber nicht ran, jedenfalls nicht ohne Schaden zu erleiden. Das überrascht mich jetzt. Muss ich ehrlich sagen, weil damals war es tatsächlich so, wenn ich das privat... Also das ist wirklich schon einige Jahre her, wo ich das gespielt habe, da war es tatsächlich so, da hast du den Leviathan gekillt und dann kam er wieder. Aber hier ist er jetzt tatsächlich nicht da. Das erstaunt mich. Und normalerweise treibt sich hier einer rum. Für diejenigen, die neu zuschauen. Normalerweise ist hier ein Leviathan. Warum er nicht hier ist? Ja, das ist ein bisschen meine Schuld. Ich habe ihn nämlich gekillt. Und anscheinend ist er jetzt dauerhaft tot. Also entweder haben sie das tatsächlich so gepatcht, dass er jetzt wirklich dauerhaft tot ist. Oder aber es ist ein Bug. Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass es kein Bug ist, sondern dass es tatsächlich so vom Spiel gewollt ist. Aber deswegen bin ich jetzt tatsächlich partout nicht hier. Ich glaube, hier wollte ich sogar tatsächlich noch hin. Kann das sein? Nein. Wir sind jetzt eigentlich... Schnauze. Wir sind jetzt eigentlich nur hier wegen... Ah, och nee. Was macht der denn hier? Was treibt der denn hier? Ja, genau dich meine ich. Was willst du hier? Du hast hier nichts verloren. Geh weg. Geh kacken. Lass mich in Ruhe. Genau, hier lag nämlich noch ein Totenschädel. Und das passt gerade... Hier ist ja noch einer. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Da ist eine Tür, Freunde. Das seht ihr richtig. Und für die Tür... Ne? Ihr wisst Bescheid. Ich glaube, ich brauche das nicht weiter kommentieren. So, wir sind aber nicht deswegen hier. Das werde ich mir aber trotzdem mitnehmen. Sondern ich bin tatsächlich hier, weil wir auf der Suche nach Nickelerz sind. Das klang aber gerade sehr nach einem Furz. Ich weiß nicht, wie sie es schaffen, aber sie sehen uns gerade anscheinend nicht wirklich. Sagt er, und dann klebt da einer ihnen am Arsch. Bitte nicht. Ich mag diese Krabbenkalmare überhaupt nicht. Die geben zwar äußerst ulkige Geräusche von sich, aber es sind solche unangenehmen Wesen. Ja, da war auch, glaube ich, ein bisschen hinter mir her, glaube ich. Da ist Nickelerz. Wunderbar. Sehr schön. Sehr gut. Also unseren Vorrat können wir auf jeden Fall schon mal leer machen. Aber wenn wir schon mal hier sind, nicht? Dann wollen wir das auch ein bisschen ausnutzen. Sag mal. Danke. Gucken wir doch mal, was uns hinter dieser Tür erwartet. Einmal die orangene Tafel, die wir frisch dafür gespawnt haben. Wir haben übrigens die ionischen Würfel immer noch bei uns, ne? Ja, tatsächlich. Oh, das sieht ziemlich interessant aus. Behälter für fremde Knochenproben. Und ionische Würfel sehe ich auch. Verschiedene Leviathan-Fossilien. Ja, toll. Behälter für fremde Pflanzenproben. Offenbar eine Forschungsstation. Oh, was haben wir? Oh! Fremdartige Forschungsausrüstung. Wen haben wir denn da? Den nehmen wir doch gleich mit.
unseren kleinen Freund, den wir leider letztes Mal verloren haben. Und 3 ionische Würfel. Und was haben wir hier? Daten für die Fortpflanzung der Tierwelt. Aha. Ja, also man merkt zum Lesen, es wird wieder ein bisschen mehr. Das macht aber nichts. Ich habe euch ja gesagt, wir machen die Lesestunde und die machen wir auch. Aber ich finde es interessant, dass hier Rubin und Quarz einfach mal rumliegen. Finde ich sehr interessant. Auch ein bisschen beängstigend. Dass hier inmitten einer... ja, ich sag mal, eines Gewölbes der Außerirdischen einfach mal Ressourcen sind. Und die sie einfach nicht eingesammelt haben. Anscheinend waren denen die Ressourcen hier so egal, dass sie sich gesagt haben, ja komm, scheiß drauf. Ja, wollen wir das nicht mitnehmen? Nö, wir bauen da einfach was hin und dann ist gut. So ungefähr. Gut, die Tür haben wir schon mal erkundet. Uraltes Skelett. Eines Wesens, das wir hier nicht kennen. Uraltes, versteinertes Skelett. Ja, man nennt es auch Fossil dann. Aber was für ein Riesenteil, wa? Alter Schwede. Also alleine vom Schädel her würde ich schon sagen, das war mal ein Leviathan. Und zwar ein ziemlich großer. Auch hier die Rochen, die hier unterwegs sind, ne? Die sind riesig. Ihr seht es ja, also die sind wirklich nicht klein. Die sind wirklich schon eine Nummer größer. Guckt euch das mal an, wie riesig das Wesen. Nee, nicht du. Geh weg. Was machen die hier? Das machst du nicht noch mal, du kleines Arschloch. So, Schnauze. Niemand greift meine Seemotte an und überlebt. Mal sehen, ob er durch die Decke verschwindet. Ja, er gleitet einfach mal über die Decke. Auch nicht schlecht. Ja, danke, ich krieg meine eigenen... Diese Tiere sind übrigens friedlich. Die Geister rochen, die sind friedlich. Die tun nichts. Aber die sind halt ein bisschen größer. Als ihre oberflächlichen Artgenossen. Was ist das denn? Luftquarz. Ist auch schön. Wer kennt's nicht, das legendäre Luftquarz? Oh Mann, ich liebe dieses Spiel. Gerade aufgrund dieser Fehler liebe ich es so sehr. Ah, schön. So. Also ich finde hier gerade jede Menge Quarz. Aber nicht das, was ich suche. Wir haben bisher, glaube ich, nur ein einziges Mal Nickelerz gefunden, ja. Das ist ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin. Ah, das sieht doch schon besser aus. Nickelerz. Hier geht es anscheinend weiter. Da wollen wir aber noch nicht hin. Da würde ich gerne hinfahren, wenn wir den Zyklopen dabei haben. Nickelerz, wunderbar. Also Nickelerz ist gar nicht so selten eigentlich, wie man denkt. Nur im ersten Moment kommt das so ein bisschen so rüber, weil man es halt nicht so schnell findet. Wo ist jetzt eigentlich... Da ist meine... Oh. Alter, leck mich am Arsch. Ich finde das sehr, sehr gut, dass der Leviathan nicht wiederkommt. Muss ich ehrlich sagen, finde ich sehr, sehr gut. Denn das heißt, wir haben gleich freie Fahrt. Was heißt gleich? Wir haben später freie Fahrt für unseren Zyklopen. Das ist echt gut. Da ist noch Nickelerz. Da
Hast du nochmal Nickelerz? Sehr schön. Da sehe ich nochmal Nickelerz. Jetzt kriegen wir hier aber Nickelerz nachgeschmissen. Also wir haben auf jeden Fall genügend Nickelerz, um uns zu versorgen. Das auf jeden Fall. Beziehungsweise um unseren Krebs ein Tiefenmodul Stufe 1 zu bauen. So, erstmal Sauerstoff auffüllen, dann den Vorrat erstmal verteilen. Wobei das eigentlich gar nicht nötig ist. Ist es auch nicht, weil ich... Wir haben ja was wir... Moment. So, also das muss schon sein. Das kann bleiben. Okay. Gut, wir haben, was wir wollten. Dann würde ich sagen, kehren wir mal zurück. Damit wir dann auch tatsächlich mit unserer Expedition beginnen können. Denn jetzt haben wir das, was wir wollten. Wie gesagt, wir werden das gleich in der Basis schön herstellen. Beziehungsweise... Ich habe keinen Titan. Fällt mir gerade ein. Ich habe zu wenig Titan. Wir bräuchten noch mal ein paar Wracks. Das ist ja echt kurios. Also das muss ich wirklich sagen, das erstaunt mich sehr. Der Leviathan ist einfach nicht mehr da. Sagte er und dann kam er um die Ecke. Nee, der ist nicht da. Der ist nicht da. Der ist weg. Ich habe den tatsächlich endgültig vernichtet. Sehr interessant, Freunde. Hätte ich nicht gedacht. Dass es diese Möglichkeit mittlerweile gibt. Weil, wie gesagt, früher war es so, wenn der Leviathan tot war, kam er wieder. Aber anscheinend haben sie das tatsächlich gepatcht. Oder aber, ich habe es geträumt. Das kann auch sein. Komm, das Quarz können wir auch noch mitnehmen. Machen wir das nämlich mit dem Titan ein bisschen anders. Ich glaube, ich muss die Shots auch tatsächlich abbauen. Also ich werde die abbauen und dann erstmal lagern. Weil wir brauchen tatsächlich das Titan, damit wir die Plasteibaren herstellen können. Dafür brauchen wir ja nun mal nicht gerade wenig Titan. 10 Stück brauchen wir dafür. Also das heißt, ein paar Segmente muss ich sowieso abbauen, davon mal ganz ab. Also wir kommen der Verglasung unserer Basis näher, Freunde. Oh ne, nicht der schon wieder. Och nö. Ich habe keine Lust auf den. Och nö, jetzt kommen die auch noch. Schnauze. Aber hier drin schwimmt nämlich keiner rum. Kein Leviathan. Glücklicherweise. Ich muss sagen, der Blutwald, der hat so ein bisschen Friedhofsatmosphäre irgendwie. Boah. Oh Gott, ich überziehe ja massiv. Liebe Freunde, es tut mir wahnsinnig leid, dass wir heute so einen Riesenpart haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einem neuen Part von Subnautica. Dann beginnen wir tatsächlich mit unserer Expedition. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wenn ihr mir es gucken werdet. Ich sage nun einfach euer Lars, sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allem bleibt mir gewogen, bleibt oder werdet gesund. Und bis dahin, tschüss.